Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, willkommen zurück bei Fellner live und bei mir zu Gast ist jetzt der Wiener FPÖ-Chef und Vizebürgermeister Dominik Knepp. Grüß Gott, Herr Knepp. Grüß Gott, danke für die Einladung. Herr Knepp, Sie haben heute für viel Aufregung gesorgt mit einer Aussendung. Da haben Sie geschrieben, dass die steigenden Coronavirus-Zahlen in Wien nur auf die Asylwerber zurückzuführen sind. Ist das nicht der Schwachsinn, dass es nur auf die Asylwerber zurückzuführen ist? Nein, im Gegenteil, wir haben ja das auch faktenbasiert analysiert. Während in Österreich die Zahlen sinken von den aktiv Infizierten und von den Neuinfektionen, ist Wien leider das Sorgenkind, wo diese Zahlen steigen. Und ich habe mir das ganz genau angeschaut und habe auch hier die offiziellen Zahlen. Und da muss man sehen, dass es einen enormen Ansprung gegeben hat, nämlich vom 30.04. auf den 1.05. Während manche Bundesländer da schon mit einer Nullziffer dastanden bezüglich von Neuinfektionen, gab es bei uns in Wien einen Ansprung von 19 am Vortag auf 50 auf diesen 1. Mai. Und da haben wir uns das ganz genau angeschaut. Und darum ist es auch keine Wertung, ob positiv oder negativ, wie man das bezeichnen will, sondern faktenbasiert und faktenorientiert. Hier gibt es einen Ansprung auf 50 und nur deswegen, weil dieses berühmt-berüchtigte Asylheim in Erdberg getestet wurde und dort 26 Neuinfizierte festgestellt wurden. Und das ist das, was wir thematisiert haben. Und da sage ich auch, was Sache ist und lasse mich hier auch nicht durch Anzeigen mundtot machen. Jetzt haben Sie eh schon die Anzeigen angesprochen. Da gibt es einen Riesenwirbel, weil Sie von einem Asylantenvirus gesprochen haben. Was meinen Sie damit? Ja, das ist weder, das ist nicht wertend gemeint, weder positiv noch negativ, sondern eben aufgrund der Fakten. Wenn man sich die Zahlen anschaut und dann sagt, dass die Neuinfektionen zum Großteil eben dort passiert sind, in diesem Haus Erdberg, dann kann man durchaus davon sprechen, dass eben gerade diese Gruppe jetzt auch ein Risiko darstellen. Und zwar werden hier diese Asylwerber zu einer Risikogruppe, aber nicht passiv in dem Sinn, dass sie jetzt eine höhere Sterblichkeit haben, sondern eher aktiv, weil sie andere anstecken. Jetzt wollen die Grünen und auch eine Online-Seite, nämlich FPÖ Fails, wie sie anzeigen deswegen. Was sagen Sie dazu? Also, das sehe ich sehr gelassen. Hier will man einen politischen Mitbewerber anscheinend mundtot machen. Und ich bin schon gewohnt, dass das eigentlich die Mittel der Grünen oder der Roten sind, dass man hier einen Freiheitlichen anzeigt, weil er die Wahrheit sagt und auch den Mut hat, die Wahrheit auszusprechen. Ich möchte nur erinnern, einmal wurde schon angezeigt von den Grünen im Rahmen eines Wahlkampfauftakts. Auch dort hat die Staatsanwaltschaft nicht einmal begonnen zu ermitteln. Einmal hat mich ein SPÖ-Aktivist angezeigt, weil ich gesagt habe, Wien soll nicht die Stadt des Mohammeds werden. Auch hier hat die Staatsanwaltschaft nicht ermittelt. Also ich bin auch hier sehr gelassen. Die Wahrheit darf man aussprechen. Das ist auch im Sinn der Meinungsfreiheit. Und vor allem die Grünen, die ja selber irgendwie bei Demos mitmachen, wo Steine werfen, oder Demonstranten Steine werfen dann gegen die Polizei. Und dort wird dann die Vizebürgermeisterin Hebein gesichtet. Also da würde ich ganz besonders leise sein. Aber tut Ihnen das leid, dass Sie dieses Wort Asylantenvirus verwendet haben? War das vielleicht ein bisschen ein Fehlgriff? Es ist die Wahrheit, weil es eben nicht wertend ist, weder positiv noch negativ, sondern faktenbasiert. Positiv ist es auch nicht unbedingt, oder? Nee, es gab keinen Aufschrei, als man gesagt hat, das ist der Ischgl-Virus. Ja, wo sind da schon wieder irgendwelche Gutmenschen gewesen, die sich dann aufgeregt hätten? Wo man gesagt haben, ui, die armen Menschen, die in Ischgl wohnen. Nein, es ist faktenbasiert. Damals aufgrund des Horts der Neuinfektionen in Ischgl und der Verstreuung davon. Und jetzt kann man davon reden, dass es eben ein Asylantenvirus ist im Sinn der Neuinfektionen, weil ein Großteil, und das ist eben faktenbasiert anhand Zahlen und Daten und Fakten, eben auf die Kappe der Asylwerber im Haus Erdberg gehen. Jetzt ist ein Großteil dieser Asylwerber mittlerweile in der Messe Wien untergebracht. Auch das passt Ihnen ja nicht. Ja, was wir dort hören, ist, es herrscht Chaos. Ja, die Ärzte beklagen sich, weil es keine richtigen Namenslisten gibt, weil dort die Asylwerber nicht ihre richtigen Namen angeben. Wir hören aus Polizeikreisen, dass die Asylwerber von dort aus der Quarantäne flüchten. Es sollen 300 Leute dort hingekommen sein und jetzt sind nur noch 204 da. Das heißt, der Herr Hacker hat es geschafft, dass es zum ersten Mal ein Massenquartier gibt für Infizierte, wo dann Infizierte noch fliehen und jetzt anscheinend 94 Personen auf freiem Fuß sind und womöglich Virenschleudern sind, die zu einer nächsten Welle im Sinne des Coronavirus führen können. Das heißt, Ihrer Meinung nach sind über 90 Asylwerber in Wien, die ursprünglich im Asylheim in Erdberg untergebracht waren, untergetaucht?
Ja, aus Polizeikreisen hört man eben, dass die Leute dort flüchten und dass man dann auch viele einfangen musste, wenn der Herr Hacker einmal erzählt hat, wir brauchen keine Cowboy-Methoden. Damals, als man die Schule abgesperrt hat, muss man jetzt sagen, jetzt nur mit Cowboy-Methoden konnte man diese Abgehauten auch wieder einfangen. Denn die Alarmabteilung musste dann in der Nacht diese geflüchteten, womöglich infizierten Asylwerber in der Nähe der Messe im Prater dann wieder einfangen. Und hier sieht man, dass die Situation komplett außer Kontrolle gerät und der Herr Hacker und der SPÖ diese Kontrolle auch nicht mehr beherrschen können. Mhm. Jetzt muss man sagen, an sich, wenn so ein Fall ausbricht, gerade in einem Asylheim, dass das unter Quarantäne gestellt wird und die übersiedelt werden, das ist ja nichts Schlechtes. Im Gegenteil, das ist ja wahrscheinlich sogar sehr sinnvoll. Aber was hätte man denn Ihrer Meinung nach anders machen sollen? Na, man hätte darauf auch achten sollen, dass diese Menschen nicht abhauen. Und was es auch nicht geben kann, ist, dass infizierte Wiener oder Wiener mit Symptomen, die zu Hause liegen, die vielleicht 4, 5, 6 Tage lang warten müssen, dass überhaupt jemand kommt zum Testen, dass man die warten lässt und es hier anscheinend eine bevorzugte Gruppe gibt. Also hier werden auch wiederum die Wienerinnen und Wiener zu Bürger zweiter Klasse degradiert. Sie meinen, Asylwerber werden bevorzugt? In diesem Fall schon, weil man sofort auf einmal ja, Tests zur Verfügung hatte, die einem normalsterblichen Wienerin und Wiener nicht zur Verfügung gestanden ist. Und hier gibt es eindeutig eine Prioritätenverschiebung von Seiten der Stadtregierung, anscheinend ja, alle möglichen Tests Richtung hin zu Asylwerber zu schieben und nicht für die normale Bevölkerung aufzubehalten. Kommen wir zu einem zweiten Thema, das derzeit für Aufsehen sorgt. Die FPÖ hat jetzt eine neue Kampagne gestartet. Stoppt den Corona-Wahnsinn der Regierung, nennt sich das Ganze. Ist das nicht ein bisschen auch übertrieben in der Wortwahl Corona-Wahnsinn? Nein, denn wir sehen, dass es ja überschießende Maßnahmen gibt von Seiten der Bundesregierung, wo jetzt Menschen überwacht werden sollen, wo die engsten Berater um Sebastian Kurz sogar öffentlich mitteilen, dass es Pflicht ist, so eine Überwachungs-App zu installieren. Ansonsten gibt es Maßnahmen, dass man zum Beispiel nicht mehr das Haus verlassen darf oder es keine Reisefreiheit mehr geben soll. Und das entwickelt sich alles zu einem Wahnsinn, wo wir wieder zurück wollen zu einer Normalität, aber nicht zu einer neuen Normalität wie von Sebastian Kurz, wo es vielleicht Strafen gibt für Familien, wo jemand 500 Euro zahlen musste, wie er medial bekannt wurde, ja, weil man nicht den Mindestabstand eingehalten hat oder sonstige schrecklichen Schicksale, wo sich Menschen melden und sagen, ich hätte eine wichtige Behandlung im Krankenhaus wahrnehmen sollen, aber ich bin nicht hingegangen, weil mir gesagt wurde von Seiten der Bundesregierung, ich soll zu Hause bleiben. Und all das ist eine neue Normalität von Sebastian Kurz, die wir nicht brauchen. Diese neue Normalität, die ärgert Sie ja ganz besonders, oder ich glaube, dieses Wort neue Normalität, da haben Sie jetzt sogar eine Online-Videokampagne gestartet. Wir schauen da kurz einmal rein, da gibt es auch ein Video, das wir vorliegen haben. Maria weiß nicht, wo ihr Mann Wolfgang ist. Wolfgang hat keine Ahnung, wo Maria ist. Sebastian Kurz weiß, wo beide sind, weil Maria und Wolfgang die Überwachungs-App installiert haben. Das ist die neue Normalität von Sebastian Kurz. Das brauchen wir nicht. Holen wir uns unsere Normalität wieder zurück. Ist das schon der Auftakt für Ihren Wien-Wahlkampf? Nein, es ist eine Wachrüttelkampagne, dass man sagt, dass man diese Repressionen, die man von einer Bundesregierung jetzt bekommt, einfach nicht mehr duldet. Und was ich nicht leiden kann, sind, wenn abnormale Situationen für eine neue Normalität verkauft werden, wo Sebastian Kurz behauptet, ja, wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass das eine neue Normalität ist. Ich möchte mich persönlich nicht damit abfinden, dass wir jetzt 1,2 Millionen Menschen in Kurzarbeit haben, dass wir 600.000 Arbeitslose haben, allein 200.000 Menschen in Wien, die arbeitslos sind. Das ist anscheinend die neue Normalität von Sebastian Kurz. Bürgermeister Michael Ludwig findet kein Rezept dagegen und ich sage einfach, mit dieser neuen Normalität wollen wir uns nicht abfinden. Wir brauchen jetzt ein Konjunkturpaket, wir brauchen Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen, wir brauchen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln und damit die Arbeitsplätze, die jetzt vielleicht in der Kurzarbeit sind, wieder zurückgeholt werden können, brauchen wir eine Stundung bzw. überhaupt für den Rest dieses Jahres einen Erlass der Lohnnebenkosten. Ich kann mir vorstellen, eine Mehrwertsteuersenkung für Konsumprodukte, um den Konsum wieder anzukurbeln. Das alles sind sinnvolle Maßnahmen, aber das Einzige, was wir hören von Seiten der Bundesregierung, ist, dass es jetzt normal sein muss, dass ein Babyelefant zwischen uns steht, ansonsten blechen wir alle 500 Euro. Oder dass es normal ist, dass kranke Personen zu Hause bleiben müssen und nicht die notwendige Therapie bekommen. Oder dass es normal ist und wir uns abfinden müssen, dass 1,2 Millionen Menschen in der Kurzarbeit sind und 600.000 arbeitslos. Das nehme ich als Wiener Vizebürgermeister sicher nicht so hin, da gibt es den vehementesten Widerstand.
Zustand. War es Ihrer Meinung nach ein Fehler, dieser wirtschaftliche Shutdown? Hätte man Geschäfte und Wirtschaft offen lassen sollen jetzt im Nachhinein? Hätte man auf uns gehört, als wir gesagt haben, schon Ende Jänner uns droht, dass diese Pandemie zu uns rüberschwappt. Ganz Norditalien ist infiziert. Es gibt einen Wechsel an Tourismus. Es gibt Studenten, die von Norditalien kommen, nach Innsbruck studieren. Und wir müssen die Grenzen schließen und dicht machen, hat man uns damals noch ausgedacht und gesagt, das ist die typische Panikmache von seitens der FPÖ. Es hat sich bewahrheitet, hätten wir recht behalten, hätte man diesen Shutdown und diesen Lockdown gar nicht so lange ziehen müssen. Aber das, was jetzt gemacht wird, ist ein reiner PR-Gag, dass man noch den Menschen weiter Angst macht, wo ja die Enkeln zu Todesengeln degradiert werden für die ältere Generation, für Oma und Opa, wo man sich nicht mehr sehen kann. Das alles ist überzogen. Aber hätte man jetzt die Wirtschaft Ihrer Meinung nach offen lassen sollen? Weil das klingt so ein bisschen danach. Man hätte schneller wieder öffnen müssen. Ich war der Erste, der verlangt hat und auch nicht eingesehen hat, dass es nicht möglich ist, dass Restaurants über die Gasse ihr Essen verkaufen können, wenn es keinen Kontakt zwischen den Menschen gibt, wo es noch zu dem Zeitpunkt eine Unsicherheit gab, wie das Infektionsrisiko da ist. Oder wo ich gesagt habe, wo ist der Unterschied, ob ich jetzt ein Essen über die Gasse verkaufe oder ob ich einen Gassenverkauf auch im Handel mache, wo ich anrufen kann in einem Geschäft und sage, ich bräuchte bitte dieses und dieses Produkt, ich komme es abholen. All das wurde nicht einmal angedacht und es gibt einen enormen wirtschaftlichen Schaden und dieser Trümmerhaufen der österreichischen Wirtschaft wird es in den nächsten Wochen und Monaten sichtbar, denn dadurch, dass man das Epidemiegesetz abgeschafft hat in einer Nacht- und Nebelaktion, wo man es ausgehebelt hat und ein anderes, dieses Covid-19-Entschädigungsgesetz ins Leben gerufen hat, wo es eben keinen Rechtsanspruch mehr gibt vom Unternehmer, sondern wo ja Unternehmer und Arbeitnehmer Bittsteller wurde und Almosenempfänger, das hat einen enormen Schaden in der Wirtschaft angerichtet, wo es Masseninsolvenzen geben wird und wo viele, die jetzt in der Kurzarbeit sind, dann nicht mehr in den Arbeitsprozess zurückkommen, sondern arbeitslos werden, wenn es jetzt eben nicht schnell dieses Konjunkturpaket, das ich vorher schon erwähnt habe, einmal auf die Reise schickt und initiiert. Aber was soll da jetzt Ihrer Meinung nach konkret passieren? Wie ich schon vorher gesagt habe, wir müssen ein Konjunkturpaket schaffen, wo man den Arbeitnehmern wieder hilft, entweder in den alten Job zu kommen oder vielleicht auch schon neu zu schaffen. Das geht aber nur, wenn man den Konsum anregt, wenn man den Leuten mehr Geld am Ende des Monats lässt, wo es mehr Netto vom Brutto gibt, wo man kleine und mittlere Einkommen entlastet, wo man auch Unternehmer wirklich unterstützt, ihre Betriebe wieder aufzusperren, damit so auch wieder eine Wertschöpfung stattfinden kann. Ich kenne viele Unternehmen, die sich bei mir melden, die rufen mich tagtäglich an und sagen, Herr Nepp, wir sind verzweifelt. Wir wissen nicht, wie wir die Löhne noch mehr zahlen sollen. Wir haben den Märzlohn vorstrecken müssen für die Kurzarbeit. Wir haben jetzt den Aprillohn vorstrecken müssen. Die Banken geben uns kein Geld, obwohl es besichert ist. Jeder redet und vor allem der Finanzminister Blümel, der lobt sich jeden Tag mit seinen 38 Milliarden. Das sind Phantommilliarden. Das ist noch kein einziger Cent bei einem Unternehmer oder bei einem Arbeitnehmer angekommen. Die Betriebe werden schließen und wir werden dann vor tausenden Ruinen von leeren, geschlossenen Geschäftslokalen stehen, wenn wir jetzt nicht schnell handeln und dieses Konjunkturpaket endlich umsetzen. Sie fordern da ja auch zum Beispiel für die Gastronomie Hilfen, unter anderem eine Art Gastro-Trinkgeld, haben Sie das Ganze, glaube ich, genannt. Was ist das genau? Es ist überhaupt besonders im Dienstleistungssektor, wo Gehälter, sage ich jetzt einmal, aufgefettet werden durch Trinkgeld. Das betrifft jetzt nicht nur die Gastronomie, das betrifft Friseure und andere Dienstleister, die eben, wo das Gehalt ein großer Anteil auch das Trinkgeld ist. Und dieses Trinkgeld wird aber nicht einberechnet ins Arbeitslosengeld oder ins Geld der Kurzarbeit. Und jetzt stehen viele da mit viel, viel weniger, nämlich nicht mit den 80% oder mit den 55% bei Arbeitslosen oder bei der Kurzarbeit, sondern mit viel, viel weniger, weil eben dieses Trinkgeld nicht ins Grundgehalt eingerechnet wurde. Und da verlange ich auch eine Entschädigung, dass so etwas angerechnet wird, wo es gerade in diesen Branchen mehr oder weniger einen Trinkgeld 500er gibt im Monat. Das haben wir uns ausgerechnet, das kann so circa der Durchschnitt sein, damit diese Menschen auch wieder leben können. Jetzt wird ja auch immer wieder diskutiert, dass man den Sommerurlaub in Österreich irgendwie bonifiziert, einen Bonus vielleicht auszahlt oder einen Tourismusgutschein den Österreichern gibt oder das Ganze steuerlich absetzbar macht. Was wäre da Ihrer Meinung nach eine Lösung, um Sommerurlaub in Österreich attraktiver zu machen? Ich glaube, die Illusion der Tourismusministerin, die gesagt hat, die Deutschen werden unseren Tourismus retten. Ich glaube, dieser Illusion darf man sich nicht hingeben. Die Deutschen werden weder kommen, noch werden die Grenzen geöffnet sein. Das heißt, um überhaupt den Bereich der Hotellerie und der Gastronomie am Leben zu erhalten,
muss es hier auch Erleichterungen geben. Das kann eben sein, indem Lohnnebenkosten ausgesetzt werden in dieser Branche. Es kann sein, dass es für gewisse Konsumgüter oder Nächtigungen einen steuerlichen Erlass gibt, dass es auch hier billiger wird für den Konsumenten. All das sind Instrumente der Volkswirtschaft, wo ich mir denke, dass der Herr Blümel da nicht draufkommt oder ihm das seine Berater nicht sagen. Das sind einzig und allein PR-Shows, die jedes Mal abziehen im Rahmen von Pressekonferenzen, wo eine Pressekonferenz nach der anderen folgt, wo sie alle einziehen nacheinander. Wie bei so einer Art Sekte, bei einer schwarzen Messe geht dann der Sektenführer Sebastian Kurz mit der Maske vor und verkündet dann dort irgendwelche Absichten, die sie nicht umsetzen und vertröstet dann auf die Pressekonferenz in den nächsten 3-4 Tagen. Das ist nicht Politik, das ist nur Show und so hilft man den Menschen nicht. Jetzt bringt ja die FPÖ eine Ministerklage gegen den Gesundheitsminister Anschober ein. Sollte das Ihrer Meinung nach ausgeweitet werden, auch auf andere Mitglieder der Bundesregierung, zum Beispiel auf den Bundeskanzler, wenn Sie den jetzt so scharf kritisieren? Nein, man muss sich ganz genau anschauen, wo da die Verantwortung liegt, dass dieses Szenario Ischgl passieren konnte. Wenn wir jetzt hören, dass es von Island schon Warnungen gab an den zuständigen Minister in Wien, der das vielleicht halbherzig nur weitergegeben hat nach Ischgl, oder vielleicht wurde dieses Mail auch unterdrückt von Personen in Tirol mit Landeshauptmann Platter, dann gibt es hier eine Verantwortungskette, die vom, sage ich jetzt, einfachen Gesundheitsbeamten, der vielleicht Weisungen nur befohlen, also nicht befohlen hat, sondern diesen Befehlen einfach nur gehorcht hat, bis hin zum Gesundheitslandesrat, bis hin zum Landeshauptmann Platter, aber bis hin auch in Wien von Anschober und Konsorten, aber auch Sebastian Kurz, wo es eine Verantwortungskette gibt, wo es ganz genau hingeschaut werden muss, wer hat hier versagt oder hat man, um der Schwarzen Wirtschaftskammer bei der Wahl in Tirol nicht ein Ei zu legen, man gewähren lassen und die Gesundheit vieler Österreicherinnen und Österreicher in Ischgl, aber auch von Touristen, die dort waren, absichtlich in Kauf genommen, um hier vielleicht ein gutes Ergebnis zu bekommen bei der Wirtschaftskammerwahl. Das muss sich ganz genau anschauen und da kann es Klagen hageln auf allen Ebenen, auf Gemeindeebene, auf Landesebene oder auch auf Bundesebene. Ich würde abschließend noch gern zur Wienwahl kommen. Ab wann haben Sie denn vor, den Wahlkampf zu starten? Mit dem Video haben Sie ja zumindest jetzt mal ein bisschen den Vorwahlkampf eröffnet, aber wann wollen Sie loslegen? Wir sind in permanenten Kontakt mit den Wienerinnen und Wienern. Ich finde es immer schade, dass Politik dann immer nur reduziert wird auf einen Wahlkampfabschnitt oder ab dem Wahlkampfauftakt. Wichtig ist, und das haben wir gezeigt auch in den letzten Jahren, dass es eine verlässliche Kraft gibt, die in Wien auch für Kontrolle sorgt. Sei es, dass wir aufgezeigt haben im Rahmen einer Untersuchungskommission das Versagen beim Krankenhaus Nord, wo wir anfangs schon den Bundesrechnungshof Kraft unserer Stärke angerufen haben mit einem Kontrollbericht, der ihm bestätigt hat, dass es hier zu Malversationen gekommen ist, dass das Krankenhaus Nord statt 800 Millionen vielleicht 1,6 Milliarden jetzt kosten wird, dass es zu Bauverzögerungen gekommen ist, zu Schwachsinnigkeiten wie zum Energiering. Oder auch jetzt, wo wir im Rahmen einer Untersuchungskommission die gesamten schwarzen und roten Vereine durchleuchten, wo es auf einmal Schließungen gibt des Donauinselvereins, weil man anscheinend hier Sachen kaschieren will. Das heißt, wir sind permanent für die Wienerinnen und Wiener da und kontrollieren ganz genau, was die Stadtregierung in Wien macht. Jetzt haben Sie seit letzter Woche auch einen weiteren Mitbewerber. Hafsi Strache hat jetzt offiziell verkündet, dass er antreten wird bei der Wienwahl. Macht Ihnen das Sorge, dass er an Ihrem Ergebnis knabbern wird? Nein, das macht mir keine Sorge, dass der Herr Strache antritt. Das hat er schon die letzten Pressekonferenzen auch immer gesagt. Das ist eigentlich das Einzige, was er sagt seit Dezember. Alle 3-4 Wochen taucht er auf, ich bin wieder da und er sagt, er tritt an. Ich nehme es jetzt schon langsam zur Kenntnis, dass er antreten wird. Aber jeder, der eine nachhaltige Stimme haben will im Bereich der freiheitlichen Politik, mit einer Kontrollfunktion der Wiener Stadtregierung, mit einer Politik des scharfen Zuwanderungsstopps, mit einer Politik der Kriminalitätsbekämpfung, da gibt es nur eine nachhaltige Stimme und das schon seit über 60 Jahren, egal wer an der Spitze steht, und das ist die FPÖ. Was ist Ihr Wahlziel für die Wienwahl? So stark wie möglich werden. Jetzt Corona hat alle Karten neu gemischt. Wir werden sehen, was rauskommt. Das ist alles sehr fragil. Die Umfragewerte schwanken ja auch jedes Mal. Aber eines ist sicher, wer eine Politik haben will, Kampf gegen den politischen Islam, Kampf für mehr Sicherheit, aber auch für mehr soziale Gerechtigkeit. Und das wird das große Thema sein, vor allem bei diesen 1,2 Millionen in der Kurzarbeit und 600.000 Arbeitslosen. Der kann nur die FPÖ wählen. Herr Nepp, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück. Dann ist gleich der ehemalige Kulturminister und jetzige SPÖ-Kultursprecher Thomas Trotz da bei mir zu Gast.
Der kritisiert die Regierung ebenfalls scharf, allerdings aus anderen Gründen als Dominik Knepp. Der stört sich vor allem an der Kulturpolitik der Regierung und meint, es ist ein Wahnsinn, dass Theater und Museen nicht aufsperren dürfen. Was er da genau fordert, wird er uns gleich erklären nach einer ganz kurzen Werbepause.